Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu GTA Online. Schaut mir ins Gesicht, ja, und ihr erkennt kein Gesicht mehr. Wie kommt denn das? Plus den Helm auf den Kopf? Ja, das ist auch ein Glitch, den wir heute auf jeden Fall nochmal durchgehen werden. Aber davor gucken wir uns erstmal den Panzerglitch an, den ich auch schon in der letzten Folge erwähnt habe. Und natürlich nicht alleine, zusammen mit dem Hallalo und dem Meteorbogen. Und die sind natürlich auch wieder mit im TS. Hallöchen an euch. Guten Tag. Freunde. Moinsen, moinsen. Ja, dann möchtet ihr mal erklären, oder Hallalo, möchtest du mal erklären, wie das hier funktioniert? Weil du wolltest uns den ja hier zeigen, den Glitch. Und ich konnte mal sagen... Ja, kann ich eigentlich machen. Also man muss das dicke Rohr, also als erstes muss man dagegen schießen, weil das ist eigentlich zu. Und dann sieht ein Lader, also sieht ein Spieler das, und der muss dann dagegen fahren. Und dann ist das halt für alle offen. Muss man das dicke Rohr da reinfahren. So, dann runterdrücken. Dann fliegt man eigentlich in die Luft. Alles klar. Ja. Jo, das probieren wir ja dann erstmal aus. Gehen die Tore überhaupt runter? Also, was wir versuchen müssen ist, normalerweise sind die Dinger hier halt geschlossen. Wie Hallau schon gesagt hat, man schießt gegen und dann öffnen die Tore sich nicht für denjenigen, der gegen schießt, sondern für die anderen Spieler, die mit dabei sind. Von denen geht dann rein und sobald er diese Garage oder diesen Raum betritt, öffnet sich das Tor auch für den, der geschossen hat. Und ab dem Moment klemmt das Tor da oben drinne fest und man muss versuchen, mit dem Rohr das Tor so runterzudrücken. Das geht gerade nicht, ich glaube, das ist noch verbuggt. Wir müssen auch noch mal reinfahren. Aber auf jeden Fall so runterzudrücken, dass man mit dem Rohr da drunter kommt. Dann fährt man ein Stück nach vorne und drückt es ganz runter. Und in dem Moment wird man dann halt wieder wegkatapultiert. Aber irgendwie klappt das jetzt hier gerade nicht. Warte, ich hole uns mal ein Auto und fahre dann nochmal mit einem normalen Auto rein. Da hinten steht schon eins. Dann probieren wir das damit mal aus. Weil wir haben es eben schon in der, vor der Aufnahme ein bisschen ausprobiert. Es geht auf jeden Fall klar. Man muss bloß... Ach was, krass. Ich schnapp mir mal den Kuruma. Ich glaube, das ist vom Meteorbogen, der. Ja, ja, ist meine. So, normalerweise kommt man hier auch gar nicht rein. Kann man die Leiter hier hinten eigentlich nutzen? Ja. Ist ja, ja geil. Kann man das. Ist ja hammer. Also kannst du hier hinstellen und einfach die Leute abknallen, ja. Juti. Geht das Tor jetzt wieder runter oder geht das immer noch nicht? Bei mir hängt's noch. Es geht runter, bei mir zumindest. Weil bei mir passiert gar nichts. Ich sehe, das ist bei mir noch statisch, da bewegt sich gar nichts. Davor war es ja immer ja. So, dass er so rumgewippt ist. Nicht, dass wir das jetzt hier verbuggt haben, das ganze Ding. So, ich stelle das Auto mal hier hinten wieder ab, falls wir es nochmal brauchen. Das wäre nett. So, und entschuldigt so ein bisschen die Tonprobleme. Wir machen das halt, ja. Der Hallalo, der ist übers Handy drin in dem Teamspeak. Und deswegen kommt das ab und zu mal so abrupt drüber. Aber das müsste eigentlich auch gehen. Also verstehen müsste man dich schon gut genug. Funktioniert irgendwie nicht, ne? Geht nicht runter. Hängt's noch. Will ich nochmal gegenschießen? Ja, mach mal. Nichts passiert, wa? Ist auf jeden Fall offen. Keine Ahnung. Wollen wir einfach mal wegfahren und wieder herkommen? Ja. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht dies, also, ne? Machen. Irgendwie so ein Respawn erzwingen von dem Tor. Drehen wir einfach mal eine Runde. Ich folge mal. Wer ist denn da vor mir? Ja, schon mal. Ach, der Meteorbogen. Gut, dann drehen wir hier einfach eine Runde, fahren rechts rüber. Und probieren das nochmal aus. Wenn es nicht klappt, können wir ja auch gleich links zu dem Maskenladen beziehungsweise ein Stück weiter zu dem Automaten. Dann kann ich ja nochmal den Glitch mit der Maske zeigen. Den uns die, oder den mir die guten LPT-Pros verraten haben. Ja, super. Du fährst so um und ich mach's dann nochmal platt. Ups. Oh, zum Glück ist der gepanzert. Jo, das Tor ist wieder zu. Dann müsste es ja diesmal klappen. Wer schießt gegen? Warte, dann mach du. Okay, dann steige ich in das Auto und fahr rein. Okay. So, jetzt seht ihr nochmal, wie das eigentlich von vornherein funktioniert.
Also. So, ihr könnt schießen. Jetzt hat sich da noch nichts bewegt. Ist auf. Ist auf? Oh, okay, alles klar. Jo, jetzt ist es auf jeden Fall auf. Jo. So, jetzt ist wieder... er ist verschwunden. Und das ist das Ding, man sieht ihn nicht. Also wenn jemand wegfliegt, fliegt er einfach. Und er ist weg. Wir müssen jetzt drauf achten. Kann nichts machen. Check best. Wo denn? Ja, gute Frage. Ja, manchmal fliegt man... Doch, also ihr müsst auch stehen und dann... Guck mal auf Spieler, auf die Meteranzeige. 24.000 Meter. Alles klar. Warte mal, wo sind die Spieler? Ich weiß es auch nochmal. Guck, wenn du auf die Karte drückst und... Ja, 16.900... Okay, es wird ein bisschen weniger. Fliegst du gerade wieder runter, ja? Weiß. Wo ich bin, keine Ahnung. Wir können ja noch warten, also 16 Kilometer sind es ungefähr. Das heißt, ihr müsst ja bald ankommen. Oh. Ich doch noch fahren, aber ich bin angeblich irgendwo anders. Aber... Oh, sorry. Ja, schön. Boah, okay, jetzt versuch's ich. Ich jetzt nochmal. Jutti. Na? Na, ich mach's mal von der Mitte aus. Oh, sorry. So. Kurz gerade stellen. Oh, ist wieder hochgeflippt. Ich glaube, ich bin noch zu nah dran, ne? Zu weit weg, meine ich. Da musst du gegenfahren und dann runter. Oh, ja, das so ansatzweise hat's hier geklappt. Ah, Entschuldigung für die Lampe. So. Na, bist du jetzt mittlerweile schon angekommen mit dem Rohrbogen, oder? Uff, ich hab noch, 20.000 Meter. Hm. Was? Hey, Halalo ist weg! Halalo ist weg! Ja, ich... Achso, da hinten ist er. Ich dachte, du bist irgendwo in der Luft. Wie krass. Oh, ah, okay, der war nicht so geil, der war nicht so geil. Aber ich schaff's zumindest. Oh, ich bin hier auf dem Dach. Nein, nein. Okay, okay, ich hab mich. Das war's für mich mit dem Panzer. Ja. Doch, ich komm hier raus. Also, ich bin Vanille aus, meine Panzer. Und ziemlich weit über der Map. Ende der Map. Geil. Ja, ich versuche hier gerade aus der Falle rauszukommen, aber... Wie krass! Raus, ja! Irgendwie, ich muss mich doch hier... Ja! So, jetzt rückwärts. Ja! Komm, noch ein Stück! Oh, wieso ist das Teil denn so fett? Ja! Ja! Okay, nochmal ein bisschen Schwung holen, dann müsste das klappen. Vor allem, nur weil da so eine Kiste steht. Ich hab's! Komm! Raus da! Jawoll! Endlich! So. Jetzt kommen wir wieder. Ja, dieses Rohr ist ganz schön hilfreich. Das kann einem schon mal das Leben retten. Beziehungsweise aus einer Situation wieder einen aus einer Situation wieder rausholen. Bei der man denkt, das war's, wa? Das ist nicht dein Ernst. Und da war wieder das gute Rohr am Start. Nein. Jetzt habe ich mich wieder total verbackt. So, komm doch jetzt endlich runtergefahren. Mensch, du bist ein Panzer. Das sind einfach nur Geländer. Das ist ein Zahnstocher für mich. So, endlich. Oh, ihr seid ja gar nicht mehr hier. Ich wollte noch ein paar Meter. Nur ein Panzer. Das Buch gerade noch, aber ja. Pegasus wieder. Ja, bei mir sind die Tore natürlich zu. Ja, dann fahre ich kurz mal drüben zum Maskenladen und zeig mal diesen Maskenglitch. So, ich muss aber Lester anrufen. Oder wir warten noch einen Moment. Können ihn ja schon mal vorwählen. Oh, Leute, verschwindet.
Ihr seht doch, dass da ein Panzer angerollt kommt. Warum geht ihr gemütlich einfach auf ihn zu? Lebensmüde. So, hier ist der Maskenladen. Und direkt hier vorne müsste irgendwo so ein Automat sein. Und da können wir das gleich ausprobieren. Jawohl, genau hier. Oh, ist wieder ein Schmugglerflugzeug am Start. Klar, Moment warten, bis die Cops weg sind. Wenn ich 20 weit weg, sondern 20 über euch. Das ist so krass. So, machen wir mal. So, ihr seht ja. Hier ist nichts. Und was ihr machen müsst. Achso, wir machen es mal so mit dem anderen erstmal. Wir nehmen uns jetzt irgendein Outfit. Sagen wir mal chillig. Das hier, da ist ja nichts dran. Und da setzen wir uns jetzt einfach eine Maske drauf. Sagen wir mal die. Ja, ich weiß nicht, ob es mit der blutigen Hockeymaske müsste es auf jeden Fall funktionieren. Die setzen wir auf. Und dann gehen wir einfach hier hin, also zu irgendeinem Automaten. Müsst ihr ja nicht hier machen, aber das war halt direkt in der Nähe, weil da vorne der Maskenladen ist. Deswegen habe ich es auch hier gleich ausprobiert. Geht ihr hier hin, trinkt und sobald euer Charakter die Dose in der Hand hat, beziehungsweise aufmacht, könnt ihr schon Select gedrückt halten. Dann geht das automatisch auf, Accessoires, gepanzert, zack und plötzlich habt ihr beides an. Ist doch geil, oder nicht? Und so super einfach. Und natürlich habe ich auch erst danach festgestellt, ihr könnt euch das Outfit jetzt auch speichern und müsst das dann nicht andauernd switchen. Also ihr habt das dann einfach gespeichert, switcht zu dem Outfit und habt das Outfit mit der Maske, die euch gefällt halt. Ich glaube, das geht auch sogar mit Sonnenbrillen und so einem Zeug. Also alles, was man so eigentlich nicht kombinieren kann. Jawohl, coole Sache. Das sieht auch geil aus. Das ist auch durch den Glitch, ja, mit der Maske. Aber davor muss man noch einen anderen Glitch machen, und zwar, dass man die Gasmaske überhaupt bekommt. Ach so. Ja, das könnten wir ja dann irgendwie beim nächsten Mal dann nochmal erklären, oder? Oder geht das schnell? Das geht eigentlich relativ schnell. Ach so. Ja, dann erzähl mal. Also dann wollen wir erstmal, davor muss man in den Klamottenladen, wollen wir dann eben. Okay. Hin? Können wir machen. Jawohl, auf jeden Fall. Machen wir das schnell. Luke auf und rein. Das ist auch ein neuer, oder? Also den kenne ich noch gar nicht. Nee, bin ich relativ alt. Aus der Flugschule ist er halt. Ach so, ja, okay. Da habe ich mir nichts mehr von gekauft. Die habe ich noch gemacht, aber danach war dann auch Ende bei mir. Cockpit würde ich mal gerne. Jawohl, geile Sache. Ist ja unglaublich, wie cool das hier rüberkommt. Das ist so geil. Oh, wir landen. Jawohl, das ist VIP-like. Was machst du? Oh ja, siehst du, so kannst du sowas die Büsche mal schneiden. Was das denn? Ich bin erfahren. Hä? Was ist das für ein Zeichen da an der Wand? Habt ihr das schon mal gesehen? Achso, ihr seid schon alle im Laden. Okay, gut. Und das da an der Ecke. Achso, da ist es auch nochmal. Ach, wahrscheinlich von dem Restaurant. Okay. Zack, Parkourläufer hier. Wechseln wir mal wieder. Madame, aus weg! Alter, wie krass du getan hast. Ich hab dich gar nicht gesehen. Was? So, dann geht man hier an die Kasse. So, bei Outfits, die bei rechts. Und dann, wo ist der? Dann war es, glaube ich, Raubüberfall Overworld. Und dann geht man halt das Deep-Pad nach oben und dann nimmt man irgendeins so. Wie das gelbe hier gerade, warte. So. Und dann geht man damit auch wieder zum Kohleautomaten. Dann trinkt man was und dann ist eigentlich nur noch die Gasmaske zu sehen. Und dann muss man das Outfit auch wieder speichern. Okay, alles klar. Und dann halt wieder so kombinieren, wie du es eben gezeigt hast. Alles klar. Ja, das kann ich jetzt leider nicht machen, ich habe zu wenig Geld dafür. Der Gefahrengutanzug kostet $42.750. Da hat der Weed leider, aber ich kann ja mit dir mitkommen und dann kannst du das ja gleich nochmal... Aber du hast es ja schon gemacht, ne? Also es ist eigentlich ganz simpel, das Ding kaufen, da hingehen.
dann switchen, sodass die Maske nur noch aufbleibt, ne? Und dann das gleiche machen, was ich dann gemacht habe. Yep. Alles klar. Klingt ja ganz simpel. Kann ich ja dann einfach, wenn ich genug Kohle habe, werde ich das auch nochmal machen und dann zeigen. Alles klar, sie. Ist der Meteorbogen eigentlich schon angekommen? Oh, ich bin vielleicht wieder am Boden der Tatsachen und komme gerade zu euch. Jawohl, wirklich. Krasse Sache. Das war ein Flug, wa? Boah, war mal ein Flug der anderen Art und Weise, ne? Juti, habt ihr noch irgendwas Glitch-mäßiges, was man irgendwie schnell noch machen könnte? Weil wenn wir hier schon so eine Glitch-Folge machen, dann soll sie richtig glitschig werden bis zum Schluss am besten. Und ja. Habt ihr noch irgendwas? Wenn nicht, können wir ja so nochmal ein paar Faxen machen oder irgendwas. Da kommt er! Da kommt jemand geflogen. Schade, nee, das Schmuggler. Ja, das Schmuggler ist schon entkommen. Das Schmugglerflugzeug ist weg. Oh, Lester nervt wieder. I've got plenty of work you could be doing, if you're ever interested. Gut, dann warte mal, ich guck mal, vielleicht habe ich ja noch eine Mission. Agent. Nee, das machen wir nicht. Wollen wir Belagerungszustand da machen? Lester und er nach Belagerungszustand geht auch, ja. Mal machen? Ach, da gibt's sogar mehrere. Also ich habe hier die Auswahl, den ersten und den dritten. Habt ihr irgendwie einen, den ihr machen wollt? Ich habe meinen Belangungszustand 1 und 3. Oh, ist eigentlich egal. Egal, machen wir den dritten. Oh, mich ist okay. Alles klar. Mal schnell die Lobby auf und mal zum Schluss nochmal eine kleine Mission. So kann der Ui noch ein paar Taler abkassieren. Ach, wir müssen gegeneinander kämpfen. Das ist gar keine normale Mission. Das ist natürlich blöd, wenn wir da nur zu dritt sind. Nein, lass uns mal rausgehen schnell. Das ist nicht gut. Ich mache hier dann einfach eine auf, die nicht so... Ich wurde eingeladen zum Last Team Standing. Ach, hier ist San Andreas zu holen. So eine entspannte machen wir einfach schnell noch. Ja, ich... Nur eben die Lampen, weil ja. Ach, das bin ich ja schon. Ja, ich glaube, ich dich. Das ist mein Helikopter, falls du. Gut, Einladung ist raus. Ich werde mein Outfit auch auf jeden Fall nochmal umändern, wenn ich dann Kohle habe, sodass es auch wirklich passt. Weil das sind ja jetzt irgendwelche Sachen, die ich so mit zusammengesucht habe. Um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Irgendwas Schwarzes machen. Zum Beispiel, ja. Ich wollte ja eigentlich so in diesem, ein bisschen was Helleres machen, in diesem Beige-Style oder diesem Wüsten-Style, aber da kann man ja leider nicht alles in der Farbe kombinieren. Deswegen Schwarz ist, glaube ich, das Optimalste. Da könnte man dann auch zum Beispiel diese komische Maske da tragen, die ich am Anfang an hatte. Diese Tiger-Maske oder was das war. Gut, ab zum Tanklaster. Mal wieder? Jetzt mal war ja schon Tanklaster geklaut. Okay. Ich wollte sagen, wir machen Rennen, aber ich bin schon mal weg. Warum bin ich nicht gerade ausgefahren? Oh Gott, oh Gott. Geradeaus, geht klar. Ich habe mir mal GPS angemacht, aber das bringt, glaube ich, nicht so viel, wie er dran vorbeizieht. Wow, Alter. Geil. Das macht richtig Spaß, mit der Karre zu fahren. Die gefällt mir. Zwar nicht so schnell und so, aber... Geht schon gut. Ist die eigentlich so gepanzert? Ja, deswegen, die super das Handling ist voll krass. Ich würde mir bei einer gepanzerten Karre, die ist ja extrem schwer. Normalerweise müsste das Ding doch bestimmt über so 2,5 Tonnen wiegen oder so. Keine Ahnung halt, ne? Und dann müsste das ja übelst ja, schwerfällig gehen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das Ding geht richtig ab. Neblig jetzt hier auch noch. Ach,
der bewegt sich gar nicht, der Laster. Ich hier ganz ruhig. Das letzte Mal musste ich einfach folgen. Und der hat auch wieder Nitro drin gehabt, war? Der war wieder so schnell. Was? Wer fährt? Soll ich fahren, ey? Boah, kannst du machen. Dann steige ich wieder auf. Achso, nee, fahr. Dann, wenn du schon drin bist, hau rein. Hau rein. Dann begleite ich dich. Wir werden sowieso verfolgt von irgendwem, dann kann ich zumindest ein bisschen schießen. Man muss keine Angst haben, dass ich den Laster direkt wegschieße, wenn ich da irgendwie nach hinten ziele oder so. Ach nee, Cops! Müssen wir Laster anrufen. Habe ich noch 200 Dollar für Laster? Echt auch, wenn die... Ja, also wenn du Halalo die stellen. Ach, verlieren wir denn alle? Hallo. Nö, aber er muss die... Er muss los, irgendwen abzugeben. Das stimmt eigentlich. Ist, ja, dann... Ist aber blöd, wenn wir die ganze Zeit die Cops hinter ihm herziehen, ne? Boah, ich schon wegfahren. Ich hab zu wenig Geld dafür. Ich fahr mal kurz weg. Ich hatte eben, ich hab keine 400 Dollar. Fahren wir hier irgendwo mal rein? Nee, die nächste fahren wir mal rein. Okay. Jetzt habe ich gemerkt, dass das Auto doch ein bisschen schwerfällig bremst. Also man muss, auf den letzten Drücker geht schon mal gar nicht. Wo sind die? Stehen überall, wie können die mich denn sehen? So, jetzt. Oh, Vorsicht, ich muss da durch. Na kommt Sterne, verschwindet doch endlich. Oh nein. Ah, oh, super. Jetzt sind sie weg. Und wie sieht's bei euch aus? Ich hab noch dreimal die Glück, ne? Okay. Oh. Ey, ist der bekloppt. Rückspiegel, Herr Skeen, oder was? Oh. So, danke, genau. Ich muss hier runter. Oder auch nicht. Mensch, immer diese Autobahn hier, das ist alles so. Ich will doch einfach nur runter. Weg von der Autobahn, weg vom Highway, meine ich. Oh, super, hier ist doch eine Lücke. Optimal. Oh, ich glaub, ja. Wee. Und so trifft man sich wieder. Ach, du bist oben beim Schrottplatz. Was sonst hier machen? Ui, wo ist denn die Rampe? Hier stand doch auch immer eine Rampe rum. Die ist wahrscheinlich da drüben irgendwo gewesen. Jedes Mal verpeile ich, wo sie steht. Jawohl. Wow, 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 wow. Also ein Drift-Car hier, Rally-Car meine ich. Geht da schon klar? Er checkt die Lage von da oben. Super! Alles klar, bestanden. Wie viel kriegen wir? 5000? Was? 11.380? Sogar 11.000. Das ist doch nicht wahr für so was Billiges. Geil. Juti, da freue ich mich drüber. Auf jeden Daumen hoch. Das war's dann auch für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und natürlich auch bei euch, dass ihr mitgemacht habt. Und vielleicht können wir ja auch nächste Folge nochmal was zusammen machen, ne? Gerne. Alles klar, dann ja, tschüssi. Ja. Oh. Schieß den Hipster in den Spine, dann hopst du.